zu, dass man keinen Staub und keinen Dreck in die Augen bekommt. Christian Albers auf der Einführungsrunde und Sie sollten vielleicht sich nochmal die Videotextseite 269, 269 auf Ihren Bildschirm zaubern, denn da haben Sie den neuen RTL-Sonderservice die Gelegenheit mitzuspielen bei tipp.de. Das ist ja immer ganz nett, mal zu Hause ein bisschen mitzuraten oder mitzutippen. Wer wird denn hier auf Pol kommen oder wer sind die ersten drei oder halt dann morgen das Rennergebnis. Videotextseite 269. Formel 1 gucken und dabei noch ein bisschen Geld gewinnen, ist ja eigentlich eine perfekte Variante für den Samstagmittag. So, jetzt wird es spannend für Christian Albers. Die Nasenkamera am Minardi, ein Holländer in italienischen Diensten, macht Werbung für eins der liebsten Urlaubsländer für uns Deutsche, nämlich für Österreich, präzise gesagt für Kärnten. Und jetzt ja, wird's ernst. Christian Albers hat ein, ja, ich sag mal, ziemlich mittelmäßiges Training geboten hier in Barcelona. Er ist praktisch immer rausgeflogen, in jedem Training einmal im Sand gesteckt, im Kies oder zumindest mal einen Dreher geliefert. Okay, das liegt in erster Linie daran, dass der Minardi nach wie vor ja, ein bisschen schwierig zu fahren ist. Aber Teamkollege Friesacher hat das auf jeden Fall wesentlich besser gemacht als der junge Holländer. Rückstand, logisch, relativ groß, schon an der ersten Messschranke. Nochmal zum Vergleich. Rund 5 Sekunden waren hier die Minardi immer von der Spitze weg bei den verschiedenen freien Trainingssitzungen. Oh, und da ist er auch richtig quer gestanden. Also was auffällt, der Minardi hoppelt auch so ein bisschen. Also das schaut aus, als hätte man noch nicht die richtige Federdämpferabstimmung gefunden über Bodenwellen oder wenn man mit einem Teil des Autos über den Abweiser fährt, dann hoppelt und springt das Auto speziell auf der Hinterachse unglaublich. Das ist natürlich ganz schlecht. Erstens muss man korrigieren und zweitens kann man nicht Vollgas geben, denn die Räder stehen ja, wenn ein Auto springt und hoppelt, in der Luft. 1:20:306, das ist die Marke, die er knacken muss. Das ist die Marke vom Teamkollegen von Patrick Friesacher und das sieht gut aus und er schafft es. Christian Albers schneller, trotz mehrerer Fehler in den freien Trainingssitzungen. Im ersten Qualifying der schnellere der beiden Minardi. Vorerst also sieht viel nach einem letzten Startplatz von Patrick Friesacher aus. Und da gibt es Beifall in der Box für Christian Albers.